Daraufhin sagte Gott zu ihm, bring mir eine dreijährige Kuh, eine Turteltaube und eine junge Taube, schneide sie mitten durch und lege die Hälften einander gegenüber. Nicht so gewöhnlich, würde ich sagen. Ich habe letztens eine richtig gute Predigt gehört und weil sie mich so berührt und mitgenommen hat, möchte ich auch heute einen Teil davon erzählen. Und zwar ging es in der Predigt um Gottes Bund mit Abraham. Und bevor wir anfangen, ist es vielleicht gut zu wissen, was ein Bund überhaupt ist. Und zwar ist es sowas wie ein Vertrag oder ein Eid zwischen zwei Parteien. Genau. Und damals waren Bünde total wichtig. Und die goldene Regel ist so, wenn du in einem Bund bist, dann wird er nicht gebrochen. Das heißt, bis zu deinem Lebensende bist du dann auch in diesem Bund. Genau. Und heute geht es halt um diesen Bund von Gott mit Abraham. Und das steht im 1. Mose 15. Und ich möchte euch jetzt ein paar Auszüge davon vorlesen. Er führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, schau dir den Himmel an und versuche die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Daraufhin sagte Gott zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus der Stadt Ur herausgeführt hat, um dir dieses Land hier zu geben. Herr, mein Gott, erwiderte Abraham, woher soll ich wissen, dass dieses Land einmal mir gehört? Darauf bekam er zur Antwort, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube, schneide sie mitten durch und lege die Hälften einander gegenüber. Nur die Taube zerteile nicht. Abraham tat, was Gott ihm befohlen hatte. Und als Raubvögel sich auf die Tiere stürzten, verscheuchte er sie. Die Sonne war inzwischen untergegangen und es war dunkel geworden. Da sah Abraham einen rauchenden Ofen und eine Flamme fuhr durch den Fleischstücken hindurch. So schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Genau, was da genau passiert. Also Gott sichert Abraham zu, dass er super viele Nachkommen haben wird. Und Abraham denkt sich dann so, wo soll ich überhaupt wissen, dass Gott sein Versprechen einhält? Und dann passiert schon das erste Komische meiner Meinung nach, dass Gott sagt, hey, nimm ein paar Tiere, töte sie und schneide sie in der Mitte durch, leg sie in einen Gang. Nicht so gewöhnlich, würde ich sagen. Warum tut er das? Damals war es üblich, dass wenn du einen Bund sozusagen schließt, dass du halt Opfertiere nimmst, sie tötest und halt in diesen Gang sozusagen deponierst und mit deinem Partner oder mit der anderen Partei des Bundes durch diesen Gang gehst, um halt diesen Bund, diesen Pakt zu schließen, symbolisch. Und wenn wir das jetzt wissen, fällt mir noch etwas auf, was ich viel komischer finde. Und zwar steht da nicht drin, ja, Abraham und Gott, die sind voll zusammen durch diesen Gang gegangen und haben diesen Bund sozusagen besiegelt. Sondern in einer anderen Übersetzung heißt es auch, dass Abraham einfach einschläft. Und er sieht sozusagen nur zu, wie Gott als Heiliger Geist, wie es da ja auch als Flamme beschrieben wurde, durch diesen Gang geht. Was hat das jetzt zu bedeuten? Abraham sieht nur zu, wie Gott da durchgeht. Und Gott sagt, hey, ich weiß ganz genau, dass du es nicht hinkriegst, unseren Pakt sozusagen zu halten, unseren Bund zu halten. Und ich gehe für dich dadurch und erfülle sozusagen beide Seiten des Bundes. Und damit will ich jetzt nicht sagen, hey, Abraham, der ist sozusagen, der ist richtig bekannt für sein großes Gottesvertrauen. Und noch nicht mal er hat es geschafft, diesen Bund mit Gott einzuhalten. Ja, wie stehst du denn davor? Das will ich jetzt nicht sagen, ich will euch nicht entmutigen, sondern gerade andersrum. Ich finde es richtig cool, dass Gott gesagt hat, ich weiß, du schaffst es nicht und du wirst nachher an mir zweifeln. Und wir wissen alle, Abraham versucht nachher über seine Magd an Nachkommen zu kommen. Und selbst er schafft es nicht. Und wir dürfen einfach darauf vertrauen, dass Gott für uns beide Seiten dieses Bundes angenommen hat, und er uns so sehr liebt, obwohl er weiß, dass wir es nicht schaffen und dass wir ihm nicht gerecht werden. Und gerade dafür ist ja auch Jesus am Kreuz für uns gestorben, damit er sozusagen stellvertretend den Teil des Bundes, den wir eigentlich einlösen sollten, genau, einfach für uns stellvertretend den einnimmt. Genau, und so möchte ich euch einfach ermutigen zu sagen, Abraham hat es nicht geschafft und wir können auch auf Mose schauen oder David oder alle anderen großen Leute aus der Bibel und nicht zu sagen, ja, wenn ich so wäre wie die, hätte ich solch Gottesvertrauen, wäre ich so krass mit Gott unterwegs, Mensch, ich hätte es echt raus und Gott wird mich richtig segnen, sondern gerade andersrum, wir sind alle gleich vor Gott und in der Bibel steht, wir sind alle Sünder und wir brauchen alle seine Hilfe
Und ich möchte dich ermutigen, einfach das für dich anzunehmen und zu sagen, ich nehme Gottes Gnade und ich weiß, ich schaff's nicht, aber Gott ist extra da für mich eingestanden. Und er geht für mich durch diesen Gang und nimmt beide Seiten des Bundes sozusagen ein. Und ich darf jeden Tag wieder neu einfach zu ihm kommen und sagen, ich brauche jetzt deine Gnade, ich brauche deine Hilfe. Und Gott hat schon längst beide Seiten sozusagen eingenommen.